Wir schon ein paar Mal da oben gestanden. Zwei Siege hat er gefeiert, beide in der Kombination 04 und 08. In der Abfahrt ein zweiter Platz 2008. Der Sieg hier bei der Abfahrt, der fehlt ihm noch. Aber er fährt in dieser Saison teilweise ganz verrückte, komische Rennen. Ja. Macht Sachen, mit denen keiner rechnet. Das war immer schon so, nur früher waren es die Siege. Ja, aber heute ist wieder mal vorläufig so eine Sache, mit der keiner rechnet. Der ist eben oder immer brandgefährlich. Ja, aber der hat den Ski sauber durchziehen lassen, ja. Olli. Das war nicht schlecht. Das geht's letztendlich. So, kommt ein bisschen mehr von hinten und jetzt dann über die Welle, muss ein bisschen nachdrucken und dann ausschießen. Was hat er für Zeit? Ja, 44 Hundertstel Vorsprung. Unglaublich, was er da für einen Vorsprung hat. Der Ziehweg da hinaus, da gilt es nur eine gute Hocke zu halten. Ja. Guten Ski müsst haben, aber ich hatte Vergleich mit. Bisschen Schnee noch drin? Nein, es ist ausgebaut. Schau mal hier, 57 Hundertstel Vorsprung für Podimela. Und es wird laut hier entlang der Strecke. Nicht allzu viele Zuschauer, aber man hört den Zielraum bis hinauf, glaube ich. Podi steht natürlich mit dem Rücken zur Wand. Heuer in der Saison, wo nicht viel zusammengelaufen ist. Zwischenzeit. Ja, 32 Hundertstel hat er noch Vorsprung. Und muss sich jetzt auf diese Dinge, auf diese Rennen konzentrieren, wie eben Kitzbühel da oder die WM nachher, um sehr schön eng rausgekommen, um doch, sage ich, einen positiven Drive aus der Saison da mitzunehmen, so zu einem guten Abschluss zu bringen. Gute Studie, sehen wir, wie stark es ums Eck geht, doppelt da jetzt links um. Da ist ein Sachzug, sehr eng. Da fährt er direkt jetzt den Heig, wie er da drüber kommt. Aus der Kante. Schau, der pfeift drauf aufs Rechts umschwenken. Das kommt direkt. Da wird sie ihn ein bisschen runtertragen. Nein, hält er nicht ganz gut. Hält er ganz gut. Nicht ideal, aber das ist schon ziemlich gut. 136,10 haben wir da gehabt. 34,6 ist gut. Und das müsste eigentlich die Führung sein für Bodimiller jetzt auf den letzten Metern. Und 66 Hundertstel Vorsprung. Bodimiller holt sich die Führung von Werner Hill. Ja, das war wieder ein kräftiges Lebenszeichen. Und wie wir gesagt haben, gestern war er nicht zum Anschauen, ist beim Super-G 3-4 Mal hart am Ausscheiden gewesen mit seinem klassischen Innenski-Fehler, den er einfach drinnen hat. Heute wieder am Riemen gerissen und der hat uns wieder gezeigt, was in ihm steckt. Genie und Wahnsinn. Heute war es wieder ein Geniestreik. Überhaupt da in der Stelle, die man jetzt irgendwo schwenkt, er nämlich nicht zurück her, holt nicht aus durch die Kompression einen, sondern tut eine ganz minimal Linie korrigieren. Fast ein Telemark. Da sieht man, wie unruhig es ist, bevor es hineingeht in den Zielschuss.